Die Login-Form, die baue ich am besten ein, bevor die eigentliche Applikation läuft. Denn wenn man die richtigen Zugangsdaten nicht hat, brauche ich die gar nicht loszutreten. Und die brauche ich halt, um die Applikation überhaupt ans Laufen zu bringen. Also baue ich das hier vorne ein. Da mache ich eine eigene Routine, lagere das aus. Die nenne ich mal Login. Na, die kennt er jetzt noch nicht. Also Login. So, und nur wenn das Login funktioniert hat, dann mache ich auch das, trete ich die Application los. So, okay. Hier kommt das Login hin. Da schmeißen wir eine kleine Form an, die nur User-ID und Passwort kann. In dem Fall ist User-ID die E-Mail-Adresse, mit der man sich angemeldet hat. Die nennen wir mal Login-Form. So, Login-Form. Und die kriegt dann, wenn wir das richtig machen, gleich zwei Felder, die wir schon vorbesetzen können, nämlich ein E-Mail-Feld. Die wird man das, also das eine vorbesetzen. Mit E-Mail und Passwort. Die kennt das auch noch nicht. So, also das sehen wir doch, dass wir noch eine ganze Reihe von Sachen machen müssen. Das eine wäre also jetzt die Login-Form anzulegen. Die werden wir auch im View machen. Hier hinzufügen. Machen wir ein neues Element. Suchen uns hier Windows Form raus. Hier unten sagen wir, wie das heißt. Login-Form. So, da ist die Login-Form. Die müssen wir noch ein bisschen frisieren, aber da können wir schon ein bisschen dran rumbasteln. Also, wir brauchen aus der Toolbox ein paar Dinge. Alles hier drin, was wir brauchen. Also, ich nehme von der Toolbox, nehme ich eine Textbox. Die wird, wo ist die Toolbox? Die wird die E-Mail-Adresse kriegen. Dann hole ich mir aus der Toolbox noch eine Textbox. Die wird das Passwort kriegen. Dann brauche ich aus der Toolbox zwei Label, dass die Leute auch wissen, was da reinkommt. So, dann mal das mal nach da oben auf die gleiche Höhe von der Schrift her wie die Box. Ist das da oben auch der Fall? Weiß ich noch nicht. Sehe ich doch da. Dann brauchen wir aus der Toolbox noch zwei Knöpfe. So, und zwar für bestätigen, für abbrechen. Das mache ich dann nach links und bestätigen nach rechts. Das ist der zweite Knopf. So wird dann unsere Toolbox aussehen, unsere Login-Box aussehen. Arg viel Platz brauchen wir nicht. Wir machen ja auch keine so arg großen Passworte. So, okay. Jetzt schrauben wir noch ein bisschen an der Login-Form rum. Hier stelle ich zunächst mal ab. Jetzt muss ich erst wieder suchen, dass ich alles finde, was ich gerne hätte. Hier hätte ich gerne die Controlbox auf False gestellt, damit fehlen die Knöpfe zum Kleiner und Größer machen. Das bringt es bei einer Login-Form nicht. Dann will ich nicht den Namen von der Login-Form verändern, sondern ich möchte nicht die Bezeichnung, den Namen, sondern den Text, der oben drauf steht. Der heißt dann nur Login. Das sieht dann Spieler oder Spielerin, wenn er Spiel aufruft. Dann habe ich hier die beiden Textfelder. Das heißt E-Mail in korrekter Schreibweise. Das andere Textfeld, das wird hier Passwort. Hier unten der linke Knopf, der kriegt als Bestätigungstext
Abbrechen. Also weniger Bestätigungstext als Nicht-Bestätigungstext. Und der hier kriegt nicht OK, sondern Login. Das ist dann zwar nicht Microsoft-Stil, aber Benutzer, Benutzerin weiß besser, was sie an der Stelle anrichten. Das ist dann unsere Login-Form. Und damit das schon so tut, wie wir das uns wünschen, kriegt die jetzt noch zwei Properties. So, ich muss hier drauf gehen, dann hätte ich gerne die Code-Ansicht. Das ist die Login-Form, wie sie so ein bisschen kleiner machen. Diese Initialize Component ruft in der anderen Partial Class diese in dieser Entwurfsansicht die dortigen Initialisierungen auf, und da drin machen wir am besten nichts, weil das der Entwurfseditor handhabt. Aber wir hatten auf zwei Properties Bezug genommen, und das eine ist ein String, der die E-Mail-Adresse beinhaltet, und die kriegt bei uns ein Getter, also wenn wir das gerne hätten, und das holen wir uns aus der Textbox E-Mail.text. Das ist wiederum hier in unserer Login-Form diese Textbox, die kriegt bei mir den Namen TB E-Mail, und die andere kriegt den Namen TB für Textbox und dann Passwort. Dann haben wir Textbox E-Mail und Textbox Passwort verwendet, und hier das, den Setter, den schreiben wir TB Passwort Punkt Text, dem müssen wir halt jetzt den Wert zuweisen, den die Setter-Methode hat, dieser Property Value. Damit haben wir E-Mail gesetzt. Das gleiche Spiel machen wir mit Passwort. Public String Passwort. So, get. Und das nehmen wir TB Passwort Text. Und Setter machen wir. Setzen wir den Text zum Wert, der übergeben ist. Jetzt haben wir hier also die Login-Form, können unsere Felder, die eigentlich privat in der anderen Hälfte, in der anderen Partial Class sind, hier nach außen durchreichen, zur Not noch validieren, aber das brauchen wir nicht hier an der Stelle, aber gutes Vorangehen. Hier muss ich noch importieren. Das heißt, was ich mir durch das Importieren eingebrockt habe, ist, dass Dingy View, dieses Verzeichnis hier mit drin ist. Hier habe ich noch ein Thema, dass ich keinen Wert zurückgebe. Da müssen wir also noch ein bisschen schrauben. Wenn wir das jetzt gesetzt haben, dann kommt, rufen wir die Box überhaupt erst auf. Also Dialog Result. Das nennen wir am besten vielleicht sogar Dialog Result Login Form Show Dialog hier. Also damit kommt die überhaupt erst in die Anzeige. Und jetzt gucken wir nach, wie sich das Dialog Result verhält. Dialog Result okay. Dazu müssten wir aber überhaupt erst den Dialog dazu kriegen, das Okay zurückzuliefern. Gehen wir mal schnell noch in unsere Entwurfsansicht. Hier haben wir einen Button. Dann müssen wir überhaupt mal schauen, was der für einen Wert hat. Also der hat an sich ja auch so einen Dialog-Result-Wert. Den setze ich mal auf Cancel. So, hier unten haben wir einen, der wäre dann Dialog-Result Okay. Aber das ist fast nicht so wichtig, wie hier der Form zu sagen. Diese Form, die hat einen Accept-Button. Also wenn ich es annehme, Button 1 und Button 2, das machen wir uns noch ein bisschen schöner. Das heißt, wir benennen hier unsere Buttons noch. Button Cancel. Den anderen benennen wir auch gleich. Button
sogenannten Login. Wenn wir jetzt die Form uns angucken, muss erst wieder gehen hier, Accept-Button, das ist der Login, Cancel-Button ist der Button Cancel. Das ist schon mal klasse. Und dieses Accept-Button hat dann auch den Default-Knopf hier drauf festgelegt. Also, jetzt sind wir wieder hier, gehen in die Login-Form, beziehungsweise hier in unser Schiff, wo wir nachprüfen, ob das Ergebnis dieser Form okay ist. Dann würden wir hier E-Mail und Passwort speichern, wenn es sich nicht geändert hat. Und mit wahr zurückkehren, andernfalls false, und dementsprechend rufen wir dann halt dieses Teil hier auf, dieses Hauptprogramm, oder nicht. Schauen wir mal, wie das ausgeführt aussieht. So sieht das aus. Irgendwie hat es mit der E-Mail noch nicht getan. Muss ich mal schnell nachgucken, woran das liegt. Sag mal auch abbrechen. Vielleicht haben wir uns da vertan bei der Login-Form. TP-Passwort, ja, da oben haben wir uns vertan. So. So, TP-E-Mail-Text, TP-Passwort. Jetzt probieren wir das nochmal. So sieht das aus. Und wenn wir jetzt abbrechen sagen, sind wir wieder im normalen Menü. Starten wir das nochmal. Und wenn wir Login sagen, dann geht das Fenster auf, dieses hier, das wir dann noch weiter ausbauen wollen.